Also, Geschichte der IMT, Geschichte unserer Organisation, die beginnt nicht erst 1991 oder 92 oder mit dem Kongress. Ich glaube, es war Ende der 90er, als wir beschlossen haben, uns IMT zu nennen. Das hat ja auch ein paar Jahre gedauert, bis wir den Namen fanden, sondern unsere Geschichte beginnt eigentlich vor mindestens 170 Jahren. Ich will kurz mal auch das erklären. Wir haben ja an dem Wochenende gezeigt, wie wichtig für uns Theorie ist und wie auch die Theorie natürlich nicht irgendwie im akademischen Elfenbeinturm entstanden ist, sondern immer aus praktischen Kämpfen heraus. Und insofern ist das, was wir diskutiert haben, auch nicht erst Theorie der letzten Jahre, sondern Theorie auch der letzten 170 Jahre. Aber es waren nicht nur ein paar Theoretiker, die Bücher geschrieben haben, sondern das war immer auch in Verbindung mit praktischen Kämpfen und Ansätzen zur Organisierung revolutionärer Parteien, revolutionärer Gruppen, revolutionärer Vorhutorganisationen. Also vor 170 Jahren circa oder mehr als 170 Jahren waren die Generation von Karl Marx, Friedrich Engels aktiv, Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus. Darauf stützen wir uns ja letzten Endes. Und ihr wisst, wie wertvoll das Buch Das Kommunistische Manifest ist. Also ich sage immer, wenn jemand sagt, der Marxismus ist veraltet, sage ich immer, zeigt mir ein Buch, das wie viel, 172 Jahre inzwischen, ja, Zeit vergeht, ein Buch, das so alt ist, ein Buch, das so alt ist, 172 Jahre und noch so aktuell ist, also noch so lebendig, also die Aussagen, die Prognosen, die Perspektiven. Was in dem Manifest steht, ist nicht in erster Linie eine Beschreibung der Situation damals, dass also die Lage in Europa war noch ziemlich rückständig, aber eine Beschreibung von Perspektiven, Beschreibung von Entwicklungsgesetzen des Kapitalismus. Also wirklich fantastisch, jeden Satz. Und es lohnt sich immer wieder, dieses Kommunistische Manifest zu lesen. Aber das war jetzt nicht nur ein Erguss von Marx und Engels, sondern die beiden hatten ja einen Auftrag vom Bund der Kommunisten, das Manifest zu schreiben. Und wie es so oft ist, wenn man einen Auftrag hat und nicht mit der Frist klarkommt, mit der Deadline, kriegt man einen Mahnbrief. Und Marx und Engels haben einen Mahnbrief bekommen vom Bund der Kommunisten, wenn ihr jetzt das Ding nicht liefert. Das war Ende 1847. Dann kriegt ein anderer den Auftrag, das Manifest zu schreiben. Gottlob oder Gott sei Dank, wenn ich jetzt christlich wäre, würde ich sagen, haben die beiden das noch endgültig gepackt. Ihr kennt vielleicht auch den Film Der junge Karl Marx. Da ist auch ein bisschen das gut und lebendig und spannend packend geschildert, die Entstehungsgeschichte des Manifests. Das war rechtzeitig vor der Revolution von 1848. Und da auch nochmal klarstellen, Marx und Engels waren nicht nur irgendwie Philosophen, die ein bisschen von außen die Lage analysiert haben, die vielleicht so Pressespiegel gemacht haben, was los ist in der Revolution und das dann kommentiert haben, sondern waren auch aktiv. Also zum Beispiel als Herausgeber der Neuen Rheinischen Zeitung. Damals das Fortschrittlichste, was gab, und Engels sogar, indem er praktisch gekämpft hat in der Badischen Revolution und dann auch, ich glaube, in die Schweiz fliehen musste, dann zeitweilig vor der Repression. Aber das lange Ding mal kurz gefasst, die Revolution endete mit einer Niederlage und Marx und Engels mussten ins Exil gehen, der Bund der Kommunisten wurde zerschlagen, es gibt auch die Schriften über den Kommunistenprozess in Köln. Es war eine schwierige Zeit, weil wie immer Repression durch die alte Obrigkeit bedeutet dann auch wirklich Verzweiflung für Revolutionäre, Isolation, Dasein im Exil als Geflüchtete ist alles kein Zuckerschlecken und viele sind dann praktisch auch nicht mehr in der Lage gewesen, irgendwie an den Ideen weiterzuarbeiten. Aber Marx und Engels haben systematisch an den Ideen weitergearbeitet. In den 50er Jahren, das sehen wir ja in den ganzen Schriften, haben den wissenschaftlichen Sozialismus systematisch weiterentwickelt und neue Etappe. Auch ein wichtiger Meilenstein der Entwicklung war dann 1864 die Gründung
der Internationalen Arbeiterassoziation. IAA heißt Internationale Arbeiterassoziation und nicht in erster Linie Internationale Automobilausstellung. IAA war ein Sammelbecken, ein Zusammenschluss aller, sagen wir, Kräfte, aller politischen Kräfte, die es damals in der Arbeiterbewegung gab. Das waren nicht nur marxistische Kräfte, wenn man so will, sondern waren auch Reformisten, Syndikalisten, Anarchisten und so. Also, aber es war ein fortschrittlicher Ansatz, mal alle Kräfte zusammenzubringen. Und die IAA, und das ist auch wichtig, um eine Lanze zu brechen, auch für die praktische Seite von Marx und Engels, die IAA hat nicht nur die Welt dokumentiert und beschrieben, sondern hat auch ganz praktische Dinge gemacht, wie zum Beispiel Streiksolidarität und Verhinderung von Streikbrucharbeiten, wenn in einem Land Streik war, durch Informationen in einem anderen Land und war damit auch in einzelnen Fällen relativ erfolgreich. Also hat sich auch einen Namen gemacht innerhalb dessen, was damals noch eine sehr junge und unreife und frische Arbeiterbewegung war. Marx und Engels waren auch im Generalrat, das heißt im führenden Gremium dieser Internationale aktiv. Und wie gesagt, das war auch ein Forum, wo sich die verschiedenen politischen Tendenzen auch ideologisch gefetzt haben. Nächster Höhepunkt 1871, die Pariser Kommune. Erster Ansatz der Diktatur des Proletariats, wie Friedrich Engels sagte, endete auch wieder mit einer Niederlage. Und diese Niederlage 1871 führte dann auch wieder zu einem Backlash, wenn man so will, innerhalb der ersten Internationale, zu Pessimismus, Demoralisierung und auch im Rückfall in theoretischer Hinsicht. Deswegen hielten dann Marx und Engels das für besser, die IAA aufzulösen, anstatt zu verhindern, dass sie sich im Sektierertum irgendwie zerflettert und zerfleischt und den guten Ruf, den sie vorher erworben haben, dann endgültig kaputt macht. Also hatten wir dann in den 1870er, 80er Jahren keine internationale Organisation, aber gleichzeitig stürmischen Aufschwung des Kapitalismus, vor allem in Deutschland nach der deutschen Reichsgründung. Und das war der Nährboden für die Bildung von sozialistischen, sozialdemokratischen Massenorganisationen in vielen Ländern. Also beispielsweise die SPD, die Sozialdemokratie in Österreich, in Spanien, in vielen anderen Ländern ist damals oder Nordeuropa entstanden. Das war der Nährboden und an Marx und Engels waren immer im Exil von London aus, von Manchester aus, enger Tuchfühlung auch mit den führenden Kräften der damaligen SPD. Sieht man auch an ihrer Korrespondenz, Kritik des Gotha-Programms 1875. Also diejenigen, auf die sie gesetzt haben, waren Leute wie August Bebel und Wilhelm Liebknecht, der Vater von Karl Liebknecht. Also haben das eng verfolgt, auch immer sehr praktisch. Also auch eine andere Seite von ihnen war zum Beispiel Solidarität mit dem amerikanischen Bürgerkrieg, Sklavenbefreiung und also viele andere Dinge. Also wie gesagt, um das nochmal klarzustellen, die haben sich auch immer an sehr praktischen Dingen orientiert und daraus dann auch viel gelernt für die theoretische Entwicklung. In den 70er und 80er Jahren war der Aufschwung so stark, dass dann die Massenparteien wieder auf dem Siegeszug waren. Das kristallisierte sich dann heraus 1889 in der Gründung der Zweiten Internationale, Sozialistischen Internationale. Es war zum 100. zufällig, also man hat eben diese Zahl genommen, zum 100. Jahrestag der Französischen Revolution von 1789. Und wie ihr wisst, das ist jetzt nicht die Zeit, um das genau zu erklären, die Sozialistische Internationale war eine Massenkraft. Der Marxismus war im Grunde schon die vorherrschende Lehre. Inzwischen, also durch die Erfahrungen, hat sich die Frage mit Anarchismus in gewisser Weise erübrigt, die Frage auch mit anderen Ideen. Ich erinnere da an Anti-Düring. Das war eine Auseinandersetzung mit so einem Scharlatan namens Eugen Düring, wo sich Engels auch wirklich ins Zeug gelegt hat. Der Marxismus war schon die anerkannte Theorie der Sozialistischen Internationale. Aber es hat sich dann sehr schnell herausgestellt, dass es eines ist, bei Kongressen und allgemein den Marxismus hochleben zu lassen und was anderes in der Praxis dementsprechend auch das Richtige zu tun. Und da kam es sehr schnell zu dieser im Grunde Herausbildung von verschiedenen Flügeln. Der revolutionäre Marxismus in der Tradition von Engels. Engels ist 1895 gestorben. Eigentlich haben alle gedacht, der Sachwalter, der Sachverwalter von Engels ist
Karl Kautsky, der galt als der Papst der Internationalen. Der war ein guter Literat, glaube ich, österreichischer Herkunft. Kautsky war Wiener, ja. War dann Berlin, war aktiv, galt als der Papst, der Vordenker und der Engelste dann im Übergang zum 21. Jahrhundert. Aber hat sich dann sehr schnell im Grunde eine Differenzierung ergeben. Ihr wisst, die radikale Linke, Rosa Luxemburg und international, also Lenin und Trotzki, die russische Sozialdemokratie. Ihr wisst, dass dann die Debatten also gezeigt haben, drei Flügel, die Revisionisten, das marxistische Zentrum und die radikale revolutionäre Linke, das kam bei Kongressen immer wieder zum Vorschein und das hat sich dann halt irgendwie zugespitzt. Der ganze Theoriestreit wurde dann bitter ernst 1914 beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Und das war faktisch politisch das Ende der Zweiten Internationale, weil sie sich noch wenige Tage zuvor gegen den Krieg ausgesprochen hat, gegen den imperialistischen Krieg und für die internationale Völkerverständigung und für den Streik als Mittel der Arbeiterklasse, um die kapitalistische zu stürzen. Und innerhalb weniger Tage sind sie fast alle umgefallen, mit der Ausnahme von Russland, Bolschewiki und Serbien, serbische Sozialdemokratie, überall dann quasi Sozialpatrioten geworden, wie auch Lenin sagte. Und das war die Basis für dann ja, Spaltung. Zimmerwald war ein Meilenstein 1916, erste Zusammenkunft der Kriegsgegner innerhalb der Arbeiterbewegung. 1917 die russische Revolution, die Bolschewiki, die es geschafft haben, also weil sie 20 Jahre lang Kader ausgebildet haben, im Sinne des revolutionären Marxismus, die es dann geschafft haben, aus der Position der Minderheit Anfang 1917 zu einer Mehrheit zu werden und die Macht in Russland zu erobern. Und dann die Revolution ein Jahr später, 1918 in Deutschland. Alle Welt hat nach Deutschland geblickt, weil das der zentrale Schauplatz war und der am weitesten entwickelte kapitalistische Staat. Und also Deutschland war der Schlüssel für die internationale Revolution. Warum das in Deutschland schiefgelaufen ist, steht in unserer Broschüre drin. Das ist jetzt auch nicht die Zeit, um das hier lang und breit zu diskutieren. Aber das war jedenfalls die Basis für die revolutionäre Welle ab 1918 und die Popularität der Bolschewiki und der russischen Revolution kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wie populär das war. Also was in Russland, das war der Hoffnungsschimmer für Unterdrückte in aller Welt. Das war die Basis für die neue Internationale. Da geht unsere Tradition weiter. Die kommunistische Internationale, die Komintern, gegründet im März 1919. Die hatten einen riesen Zustrom. Das war fast so eine Mode. Da kamen auch Opportunisten aller Art, kamen aus allen Richtungen, wollten auch in der Komintern sein. Und zeigte sich aber ziemlich schnell, dass die Komintern zwar in Russland, also die Bolschewiki, dass die eine lange Tradition von Kaderbildung hatten, aber dass anderswo die Kader nicht reif genug waren. Deswegen sind viele Fehler gemacht worden und deswegen blieb die Revolution in Russland isoliert und das hatte dann ernsthafte Konsequenzen in Bezug auf quasi erstmal die Entwicklung des Stalinismus. Ich kann das jetzt nur ganz kurz schildern. Stalinismus in Russland, die kommunistische Internationale war ein machtvoller bürokratischer Apparat, aber schon damals, Anfang der 20er, gab es das, ich glaube, das ist jetzt auch in Marxist.com der Vortrag abgebildet von der letzten internationalen Sommerschule, was wir Sinowjewismus nennen. Sinowjew, Grigori Sinowjew war quasi Generalsekretär der Komintern. Und in dem verzweifelten Versuch, irgendwie diese Parteien auf Linie zu bringen und so, haben sie da auch schon eine Tendenz gehabt, so mit bürokratischen Methoden irgendwie von der Zentrale der Internationale in die Sektionen rein zu pfuschen, reinzuwirken und da auch ein bisschen Personalpolitik von außen zu machen. Das hat irgendwie da auch schon eine unangenehme Tradition gehabt. Dann die Stalinisierung in den 20ern. Trotzki hat praktisch dagegen opponiert. Trotzki hat die linke Opposition gebildet. Das ist alles dokumentiert. Zum Beispiel die Niederlage, die von den Stalinisten verursachte Niederlage der chinesischen Revolution 1923. Die linke Opposition wurde aber gnadenlos verfolgt.
erstmal ausgeschlossen, ins Exil geschickt und dann letzten Endes auch. Trotzki wurde 1928/29 vom Exil in Alma-Ata in Kasachstan, gell, Alma-Ata ist Kasachstan, ausgewiesen nach, in die Türkei. Und aber Trotzki hat unter schwierigsten Bedingungen, das ist wieder der rote Faden, wo wir sagen, worauf wir uns bilden. Trotzki hat dann notgedrungen, weil er isoliert war, weit weg vom Geschehen, erst in der Türkei, dann Frankreich, dann später in Norwegen, später in Mexiko. Er war dazu verdammt, obwohl er wirklich ein Mann der Tat war, als Führer der Revolution 1905 mit im Alter von 25 Jahren. Also wer kann hier sagen, dass ich behaupte, 25 Jahren Vorsitzender des Arbeiterrats zu sein, müsst ihr euch vorstellen. Er war und der entscheidende Organisator in der Revolution 1917, aber war gezwungen quasi aus der Ferne. Aber umso wertvollere, wichtigere Schriften, Bücher und so zu schreiben. Die Entwicklung des Faschismus, also Trotzkis Faschismusanalyse, der Fehler der Arbeiterparteien, vor allem der Fehler der Komintern, Stalinismus, alles Mögliche, das wäre wieder Thema für sich allein, Trotzkis theoretisches Werk in den 30er Jahren. Nun hat Trotzki zuerst die Idee gehabt, mit der linken Opposition in Russland die kommunistische Partei zu reformieren und wieder zu der alten praktisch leninistischen Linie zurückzuführen. Lenin war ja 1924 gestorben und kurz nach Lenins Tod hat Stalin die Theorie vom Sozialismus in einem Land aufgebracht. Und das war eine grundlegende Abkehr. Das hat Trotzki auch gnadenlos bekämpft. Und gleichzeitig durch den Sinowievismus überall in allen kommunistischen Parteien alle Sympathisanten von Trotzki ausgeschlossen wurden, haben sie erstmal darum gekämpft, extern als ausgeschlossen immer noch gesagt, wir sind für die Reform der kommunistischen Internationale und der Sowjetunion. Aber diese Idee einer Reform haben sie dann modifiziert ab 1933. 1933 war Deutschland praktisch die Machtübertragung an Hitler. Ein wesentlicher Faktor dafür war die falsche ultralinke Politik der KPD und dann auch die falsche Perspektive, dass sie hinterher noch, als Hitler schon zum Reichskanzler ernannt wurde, gedacht haben, das dauert nicht lang, Hitler wird sich entlarven und nach Hitler kommt Thälmann. Thälmann war der KPD-Vorsitzende. Das war eine Schlagzeile auch in der Kommentarzeitung. Nach Hitler kommt Thälmann. Völlige Fehleinschätzung. Und Trotzki hat gesagt, eine Partei, die so auf den Hund gekommen ist, dass sie so eine Fehleinschätzung macht und die kann man nicht mehr reformieren. Und dementsprechend hat er dann auch die Haltung zur Sowjetunion weiterentwickelt. In diesem Werk Die verratene Revolution 1936 auch im Grund das, was so unsere Grundlage, unser Basics, ABC, was ist die Sowjetunion? Deformierter Arbeiterstaat, was die Bürokratie, die ist nicht ein Garant für den Arbeiterstaat, für das Staatseigentum, sondern nur solange das die Privilegien nährt und sonst können die auch wieder zurück zum Kapitalismus, hat er alles beschrieben. Also darauf gesetzt, dass es nicht mehr reformierbar ist. Und dementsprechend war die Konsequenz, dass man eine neue Internationale braucht. Eine neue Internationale war natürlich dann die Kampagne in den 30ern für die Bildung einer vierten Internationale. Übrigens die Prognose, dass die dritte Internationale auf Sand gebaut war, hat sich auch sehr schnell bewahrheitet. Die dritte Internationale hat in den 30ern nur alle paar Jahre irgendwie mal einen Kongress gehabt. Am Anfang jedes Jahr unter schwierigsten Bedingungen und die wurde 1943 von Stalin aufgelöst, weil er mitten im Krieg den Westmächten klar machen wollte, er hat nichts mehr am Hut mit Weltrevolution. Also aufgelöst und ja, einfach so per Federstrich die Komintern aufgelöst. Da gibt es auch von Ted Grant über Rise and Fall, Aufstieg, Niedergang der Komintern, gibt es auch auf Deutsch dieser Artikel. Aber jetzt muss man verstehen, in den 30er Jahren ist eine Sache, dass Trotzki kommt und sagt, wir brauchen eine neue Internationale. Aber das haben die Massen irgendwie nicht unbedingt sofort begriffen, so wie Trotzki, der natürlich ein Genie war. Also die hatten riesige Probleme, er und seine Anhänger. Es waren überall Niederlagen und wir haben ja auch das ganze Wochenende diskutiert, Niederlagen in Klassenkämpfen. Niederlagen der Arbeiterklasse führen immer auch zu einem Rückfall
in theoretischer Hinsicht. Der Stalinismus hatte immer noch eine Anziehungskraft. Also wir hatten mal später in England mit einem alten Genossen geredet, der in den 30ern in der KP war und so. Der hat natürlich nicht im Internet kurz mal googeln können, wie finde ich Trotzki und was sagt er zu Deutschland. Gab es alles nicht, diese Informationsmöglichkeit. Der hat nur irgendwo gelesen, Trotzki ist konterrevolutionär und Trotzkisten sind schräge Vögel und sowas. Und es waren viele loyale Arbeiter in den kommunistischen Parteien, die das geglaubt haben. Weil Arbeiterklasse wechselt nicht eine Partei so leichtfertig wie andere die Unterwäsche wechseln, sondern eine Arbeiterklasse entwickelt eine gewisse Loyalität, wenn sie eine Massenpartei hat, hängt an dieser Partei erstmal. Da muss was ganz Schlimmes passieren, dass diese Loyalität gebrochen wird. Also was 1938 dann sich versammelt hat als Vierte Internationale, waren kleine Gruppen. Waren also auch Leute zum Teil, Trotzki war auch sehr unzufrieden und frustriert. Das waren Leute, die haben irgendwann einen Abscheu gehabt vom Stalinismus. Aber Antistalinismus kann sich dann in verschiedenen Richtungen manifestieren. Das waren Leute, also zum Teil Leute, die waren gegen das Totalitäre am Stalinismus. Und am Schluss waren sie Liberale oder Sozialdemokraten. Also vor lauter Antistalinismus haben sie alles Revolutionäre, auch Leninismus und Gleichsetzung Lenin, also Lenin, Stalin und so, letzten Endes wie Liberale geendet. Und jetzt kommt rein die Rolle von Ted Grant, weil Trotzki ja bis 1940 nur gelebt hat und ja ermordet wurde von den Stalinisten, wie auch schon seine Söhne vorher von den Stalinisten ermordet wurden und so. Ganz schwierige Situation, Isolation, eigentlich eine verheerende, verzweifelnde Situation. Und jetzt kommt die Rolle von Ted Grant. Ich will da auch nochmal werben für das Buch Ted Grant, The Permanent Revolutionary. Das wird gerade übersetzt. Das ist auch hier auf Englisch, wo nochmal die Biografie steht. Wir machen natürlich mit niemandem Personenkult, aber an der Biografie von Ted Grant macht sich unsere politische Tradition fest. Er war Südafrikaner aus einer jüdischen Familie und kam dann auch als Teenager schon zu kommunistischen Ideen, hat dann Trotzkismus, die linke Opposition, entdeckt und hat die erste Gruppe organisiert in der Nähe von Johannesburg in Südafrika. Und die haben sich dann aber entschieden, nicht in Südafrika zu bleiben, weil sie sagten, wenn wir irgendwie revolutionär weltweit was machen wollen als Internationalisten, gehen wir nach Europa, da ist am meisten los. Und aus sprachlichen Gründen natürlich nach England. Also haben sie sich entschieden, nach London zu gehen. Eine kleine Gruppe, die dann nach London irgendwann Mitte der 30er Jahre ist und da angefangen hat, mühselige Basisarbeit, was wir heute auch machen. Eine kleine Gruppe, die Ideen vertritt, die auf die Straße geht, die versucht, Gleichberechtigte, Gleichgesinnte zu finden für Diskussionen, Einzelgespräche, mühsame Aufbauarbeit. Und das steht in dem Buch drin. Das steht auch in dem Buch drin, History of British Trotskism. Und es gibt ja auch hier, ich habe ja auch so ein Ding, wer das nicht hat, soll nachher Bescheid sagen, kriegt so eine Textsammlung. Da ist auch so ein biografischer Artikel zu Ted Grant, da steht das auch ein bisschen drin. Wie die also mit Optimismus, Pioniergeist und so. In England sind die immer an die Speakers Corner am Hyde Park. Das war damals so der Treffpunkt, wo sich jeder auf eine Kiste stellen konnte, Reden halten konnte. Es sind Leute hin, das war so der Umschlagplatz. Was heute vielleicht Facebook ist, war damals die Speakers Corner. Da hat man dann, ich habe es auch immer noch, gibt es immer noch, nicht mehr die Rolle, aber da hat sich dann auch irgendwie die Szene gefunden. Es sind so Streikszenen. Jedenfalls, das kommt auch in History of British Trotskism ganz gut raus, was sie für Erfahrungen gemacht haben. Und jetzt vielleicht nochmal ein kleiner Exkurs, auch die Frage Entrismus, weil das auch immer wieder in den Köpfen, und du hast auch gestern angesprochen, die Dialektik des Entrismus und so. Also die Idee des Entrismus ist ja auch so, und dieser Begriff entstanden in den 30er Jahren. Damals, die Anhänger von Trotzki waren kleine Gruppen isoliert,
Die konnten noch nicht irgendwie beanspruchen, trotz super Ideen, irgendwie so Masseneinfluss kurz mal hoppla hopp aufzubauen. Also hat Trotzki die Schlussfolgerung gezogen, dass unter gewissen Umständen es sinnvoll ist, wenn eine kleine revolutionäre Gruppe klare Ideen hat, dass sie in eine Massenpartei hineingeht, um dann neue Mitglieder zu finden, unter gewissen Umständen. Das hat er auch Entrismus genannt, aber hat das nie dargestellt als jetzt das Allheilmittel. Also nach dem Motto Entrismus und alle Probleme sind gelöst. Aber hat erklärt, wie... Was für Bedingungen dafür herrschen. Übrigens, da gibt es ja das Problem, also das, die Schrift Problems of Entrism, da wird es auch ausführlicher erklärt, also ist auch auf Deutsch vorhanden, Probleme des Entrismus von Ted Grant später. Wenn also das in den 30er Jahren war die Situation die, dass die stalinistischen Parteien eine Bürokratie hatten, die alles erwürgt hat, auch das interne Leben. Aber die Radikalisierung in den Ländern, wo das möglich war, wo keine faschistischen Diktaturen waren, diese Radikalisierung hat sich dann ausgedrückt, zum Beispiel in der Herausbildung einer Opposition in alten sozialdemokratischen Parteien oder in einer Linksspaltung der Sozialdemokratie, wie in Deutschland, die SAP, die Independent Labour Party oder andere, gab solche Formationen, die plötzlich Abspaltungen mit ein paar Leuten und plötzlich 100.000 Mitglieder und Anhänger hatten. Und dann war Trotzkis Lehre, Leute an seine Anhänger, geht da rein und sagt nicht, ach, die sind scheiße und die taugen nichts und guckt lächerlich, sondern geht rein und redet mit der Basis. Habt keine Angst, euch die Finger schmutzig zu machen. Also Radikalisierung, politische Gärung, Linksentwicklung und Möglichkeit einer vorrevolutionären Situation. Das waren konkrete Bedingungen, die er aufgezeichnet hat für also Basis der entristischen Arbeit. Er hat nie gesagt, Entrismus ist eine ewige Sache, Entrismus ist immer eine Taktik. Aber Entrismus, wenn man genau anguckt, ist ja auch nicht nur, wie ja gestern hast du zitiert, wo Leute kommen, wann gehen wir raus, so nach dem Motto. Also weder reingehen ist das Problem, das Problemlösung noch rausgehen ist Problemlösung. Rosa Luxemburg hat mal gesagt, die deutschen Sozialdemokraten haben den Organisationsfetischismus verinnerlicht. Die denken, wenn sie ein Parteibuch haben, dann ist alles gut. Und umgekehrt, und dann manche denken, wenn sie ein Parteibuch hinknallen, dann haben sie ihre Probleme gelöst, ihre Seele gereinigt und so. Also weder das eine oder andere ist die Lösung. Wichtig ist immer, wenn man das Problem mal breiter fasst, Entrismus ist im mathematischen Sinn eine Teilmenge von Einheitsfrontarbeit. Es geht um die Problematik, wie eine kleine Gruppe aus ihrer Isolation ausbricht. Wir brauchen als kleine Organisation klare Theorien und so, müssen auch intern, so wie wir es dieses Wochenende machen, diskutieren, müssen aber dann auch rausgehen und wachsen und neue Leute finden. Und Entrismus ist eine Möglichkeit davon, aber muss nicht alles sein. Einfach hingehen, wo Bewegungen sind, wo es große Massenorganisationen gibt oder einfach spontane Bewegungen und da irgendwie auf einer Ebene mal ins Gespräch kommen. Irgendwie das Gemeinsame, was man mit dieser Bewegung hat. Erstmal über das Gemeinsame reden und nicht über das Trennende. Nicht gleich kommen, wie es manche Sekten machen und die zur Sau machen, was sie überhaupt für einen kleinbürgerlichen Scheiß mit Friday for Future und überhaupt das Allerletzte, sondern erstmal das Gemeinsame, was uns verbindet. Darüber reden, dass man das Eis bricht und dann ins Gespräch kommt. Und Entrismus ist halt unter Umständen, wenn man besonders klein ist, wenn einem sonst keiner zuhört, ist sinnvoll reinzugehen und dann als Mitglied irgendwie gleichberechtigte Möglichkeit haben, Ideen einzubringen. Das Problem endet nicht, wenn man rausgeht. Das sehen wir bei der KPD in Deutschland. Die haben dann mit der USPD gebrochen und hatten ihre Partei und dann gingen die Probleme erst richtig los. Und dann ging die Radikalisierung an ihnen vorbei, erstmal über die USPD. Weshalb manche sagen, vielleicht wären sie besser noch ein bisschen in der USPD geblieben. Aber ist auch nicht eine Frage, die man zu technisch sehen soll. Die Frage ist immer, wie die Minderheit an die Mehrheit rankommt, anerkannt wird, als wie es im kommunistischen Manifest schon heißt, der immer weiterdenkende, weitertreibende Teil der Bewegung. Und im Grunde haben Marx und Engels Entrismus betrieben und im Bund der Kommunisten
Und der Spartakusbund hat Entrismus betrieben in der USPD. Und da gibt es viele Beispiele. Also die haben es nur nicht so genannt. Aber das war wichtig, nochmal, das war kurz dieser Exkurs. Ich komme nochmal auf das Thema, weil Ted Brandt und so hat auch teilweise, haben sie in der Independent Labour Party oder in der Labour Party auch mal gearbeitet in den 30ern. Da gab es Möglichkeiten. Nur dann ab 1939 war Weltkrieg. Und da war die Labour Party auf Linie und die Kommunistische Partei auch auf Linie praktisch für Verteidigung. Hinter Churchill, hinter den konservativen Premieren sich vereinigt und da war nichts mehr in der Labour Party los, hat es keinen Sinn gemacht. Dann kommt jetzt die Frage der Vierten Internationale, die 1938 gebildet wurde, aber die eigentlich nie richtig existiert hat. Die dann Trotzki war der führende Kopf, aber Trotzki konnte nicht zum Beispiel am Gründungskongress teilnehmen, konnte auch nicht über Skype mal kurz sich da einblenden und da mal mitdiskutieren. Es war einfach technisch nicht möglich und er war auch, ja, er hat den Aufenthaltstitel in Mexiko und sonst gar nichts. Die Vierte Internationale hat dann ihre Bewährungsprobe gehabt ab Ende des Zweiten Weltkriegs. Und die Frage war die, was wird aus der Vierten? Trotzki hat gesagt, die Basis ist dann da, er hat den Krieg kommen sehen und der Krieg führt wieder zu einer neuen Revolution und das ist dann die Basis für die Vierte. Aber warum ist das so nicht eingetreten? Wie gesagt, Trotzki ist 1940 gestorben. Die Frage war die Weltlage war ganz neu 1945. Anders als alle Welt prophezeit hat. Also keiner der Akteure weltweit hat mit diesem Ausgang vom Krieg gerechnet. Hitler hat nicht damit gerechnet, dass er total untergeht. Niemand hat damit gerechnet, auch Stalin nicht, dass die sowjetische Armee bis Westeuropa durchmarschiert als Ende vom Zweiten Weltkrieg. Stalin hat nicht die Theorie gehabt, die Arbeiterstaaten auszuweiten. Aber Fakt war, der Krieg hat nun mal so geendet, wie er hat. Zwei Blöcke, Stärkung des Stalinismus im Osten. Und die mussten dann aus politischen Gründen, um ihre Herrschaft zu sichern, da praktisch auch deformierte Arbeiterstaaten entwickeln in Osteuropa. Und im Westen eine gewisse Stärkung des Kapitalismus und des Reformismus, ganz kurz gesagt. Die hatten in Großbritannien, Ted Grant, die Revolutionary Communist Party ab Ende der 30er und haben da gute Einheitsfrontarbeit gemacht und auch gute Gewinne, auch in der Industrie, haben sogar in der Armee politische Agitation gemacht. Aber 1945 hat Churchill den Krieg gewonnen und die Wahl verloren. Das ist auch phänomenal. Also ein Linksruck, die Labour Party hat gewonnen und die Labour Party hat dann in den späten 40er, hat die imperialistische Politik weitergetrieben, natürlich in der Weltpolitik, aber in Großbritannien Reformen, echte Sozialreformen gebracht, die den staatlichen Gesundheitsdienst, National Health Service, Verstaatlichung von Eisenbahn, Stahlindustrie und anderen wichtigen Industrien und allgemein quasi das hat begonnen, was dann eingeleitet wurde, international quasi Wiederaufstieg des westeuropäischen Kapitalismus. Und das hat den Reformismus gestärkt. Und das haben die Genossen auch gemerkt um Ted Grant. Irgendwie allmählich das Interesse an revolutionären Ideen ist abgeflaut, weil Arbeiter in erster Linie die Massen pragmatisch sind und sagen, was wollt ihr denn? Uns geht's doch gut, also uns geht's besser. Die Löhne sind gestiegen, Sozialreform. Also man hatte befristete Perspektive, dass im Kapitalismus besser wird, aufwärts geht. Und die Stalinisten haben gesagt, was wollt ihr denn? Wir haben in Osteuropa den Kapitalismus abgeschafft. Wir haben die Hohenzollern und Co. enteignet im Osten, den Adel, die Kapitalisten, Großgrundbesitzer, alles. Wir haben eine Revolution vorangetrieben. Das war auch populär, natürlich mit stalinistischen Mitteln. Jedenfalls die Vierte Internationale
hat die neue Weltsituation nicht begriffen. Die haben gedacht, so sich sklavisch festgehalten an Trotzkis Prognosen, in 10 Jahren ist die vierte Internationale die Massenkraft, haben nicht verstanden, was jetzt neu war an der Situation. Und da gibt es auch Artikel von Ted Grant aus jener Zeit, die das eigentlich so gut auf den Punkt bringen. Ich habe jetzt keine Zeit, aber der eben gesagt hat, wie die neue Weltlage ist. Und wenn man eine falsche Perspektive hat, folgen daraus natürlich auch falsche organisatorische Schritte. Also die Mehrheitsströmungen der vierten Internationale haben gedacht, nein, jetzt ist die tiefe Krise des Kapitalismus, neuer Weltkrieg, neuer Faschismus, neuer Bonapartismus und Radikalisierung, und haben darum wie wild gemeint, wir müssen mehr Entrismus machen, weil jetzt dann überall jetzt in den Massenparteien sich was entwickelt. Ted Grant hat gesagt, Vorsicht, das ist nicht so, wir müssen erstmal uns theoretisch festigen. Und dann kam, das wäre jetzt auch wieder ein Thema für sich, aber das könnt ihr nachlesen in hier Programm der Internationalen. Also eine ganze Serie, Ted Grant und die englische Gruppe waren quasi als Strömung, immer, wenn man so will, Opposition innerhalb des Vereinigten Sekretariats der Vierten Internationale. Aber es lief eine Reihe von schweren Fehleinschätzungen mit auch schweren Konsequenzen. Es gab Debatten über Einschätzung des Stalinismus in Osteuropa, in Jugoslawien, in China. Also hier die ganzen Fragen, die hier auftauchen, ist jetzt auch die Zeit ziemlich knapp, aber da gab es Verwirrung. Einige wie Tony Cliff haben gesagt, das ist Staatskapitalismus, was in Osteuropa entstanden ist. Das ist eine falsche Kategorisierung aus unserer Sicht, die auch falsche Konsequenzen mit sich bringt. Andere haben gedacht, also wenn schon die Arbeiterklasse im Westen jetzt nicht revolutionäre Kämpfe führt, dann müssen wir gucken, dass die revolutionären Kämpfe von woanders kommen, zum Beispiel aus China. Also haben zum Teil sich an den Maoismus angebiedert, also diese chinesische Form von Stalinismus, die letzten Endes auch nichts anderes war als die Herrschaft in der Sowjetunion. Dann waren also viele andere Probleme, damals die koloniale Revolution. Der Kapitalismus wurde zwar in den westlichen Industrieländern wieder gefestigt, die Arbeiterklasse errang einen Aufschwung ihrer Löhne, ihres Lebensstandards, und deswegen war der Reformismus in der Labour Party, in der SPD, in anderen also ziemlich, ziemlich gefestigt und war da wenig zu machen. Aber in exkolonialen Ländern waren revolutionäre Prozesse. Da war die Basis für Reformismus nicht gegeben. Aber es gibt dann viele Beispiele, wo praktisch die Arbeiterklasse, die es auch gab, und Arbeiterparteien, kommunistische Parteien, wo die aus politischen Gründen diese revolutionären Prozesse gebremst haben, gingen oft diese Prozesse weiter, als es eigentlich, die ganzen Akteure gedacht haben. Das heißt, es gab einen Prozess, dass in einigen dieser Länder ein Bruch mit dem Kapitalismus stattfand. Also beispielsweise Kuba. Kuba ist eigentlich das beste Beispiel. Fidel Castro war ein Ex-Mitglied der Kommunistischen Partei, hat sich auf Guerillakampf orientiert, ein bisschen nach dem Vorbild von China der 40er Jahre. Und die haben die Macht erobert. Letzten Endes auch ausschlaggebend war der Generalstreik Ende 58, Anfang 59. Die haben die Macht erobert, wollten erstmal eine fortschrittliche liberale Demokratie errichten, aber durch den Druck der Ereignisse und durch die Blockade der USA wurden sie gezwungen, mit dem Kapitalismus zu brechen, obwohl sie es nicht wollten. Dann haben sie 4 Jahre, 5 Jahre später die Kommunistische Partei gebildet. Also schon merkwürdig, man macht eine Revolution, bildet die Kommunistische Partei 5 Jahre später, die heutige kubanische Kommunistische Partei. Und dieser Prozess, Ted Grant hat da sehr viel geschrieben, der kolonialen Revolution, war fortschrittlich. Aber was daraus entstanden ist, auch aus dem Guerillakampf, war letzten Endes auch nur eine Form von Stalinismus, von deformierten Arbeiterstaat. Dann gab es auch nach der kubanischen Revolution eine ganze Welle von Guerillabewegungen in Südamerika. Viele haben gedacht, machen was wie die Kubaner. Wir sind ja keine Fans von Guerillakampf, aber
Mandel, andere Strömungen in der Vierten Internationale haben voll ihre Kräfte in diesen Guerillakampf reingesteckt und da auch ihre Leute verschlissen. Guerilla, wir sind keine Pazifisten, aber Guerillakampf statt Massenkämpfen in den Städten, also so ein Kampf aufs Land gehen, in den Dschungel, ist fatal. Da haben sie ganze junge Generationen damit aufgerieben und halt auch, dass es wie Che Guevara sich in einem sinnlosen Kampf praktisch zerrieben hat, ist eigentlich schade, weil Che Guevara auch sehr lernfähig war. Und auch offensichtlich anfing, sich auch mit Ideen von Trotzki und so zu befassen, sie einfach sinnlos in Bolivien unter schlimmsten Umständen versuchen, künstlichen Kampf zu führen, ging schief. Das Schlimme ist halt, dass unter dem Banner der sogenannten Vierten Internationale sowas alles auch mit aktiv betrieben wurde. Und das ist eigentlich verbrecherisch. Das zeigt, wie wichtig Theorie ist. Also, weil die haben eine ganze Generation, ihre ganze Jugend in solchen Guerillakämpfen verheizt. Jedenfalls so eine ganze Serie. Das Ding, wenn ihr noch nicht habt, und hier diese Textsammlung zur Geschichte der Tradition der IMT, da steht es drin, da ist es genauer erklärt. Ted Grant hat im Grunde immer gesagt, das Wesentliche sind proletarische Massenkämpfe, hat immer die Tradition verteidigt gegen allerlei opportunistische, da könnte man jetzt stundenlang auch noch Anekdoten erzählen. Irgendwann wurde er ausgeschlossen. Ted Grant hat in seinem Leben öfter erlebt, dass er von der eigenen Organisation bürokratisch ausgeschlossen wurde. 1965 war das wieder soweit, wurde ausgeschlossen aus dem Vereinigten Sekretariat der Vierten Internationale und hat dann gesagt, turn your backs on the sects, also lass die Sekten irgendwie hinter dich passé. Wir blicken nach vorne, wir bauen jetzt auf. Und da begann eigentlich so die Geschichte, dann, wenn man so will, unserer Tendenz im neueren Sinn. In Großbritannien waren es damals auch vielleicht 30, 40 Mitglieder, was sie hatten Mitte der 60er Jahre, hatten nicht viel mehr, aber haben systematische Arbeit gemacht. Einmal, was jetzt hier wir in verschiedenen Städten machten, marxistische Studierende, das haben sie in Brighton und anders, vor allem in Brighton gemacht. Und dadurch innerhalb von ein paar Jahren auch Dutzende gewonnen. Gleichzeitig aber auch dann, da war der Zeitpunkt wieder da, wo Entrismus mehr Sinn machte, weil die Labour Party an der Regierung wieder war und erste Krisenerscheinungen und erste Angriffe und erste Kritik an der Parteibasis. Da hat es wieder Sinn gemacht, in einer sozialdemokratischen Partei zu arbeiten. Dann haben praktisch die britische Organisation von 30 bis 40 sich auf 100 vergrößert. Die Zeitung Militant wurde gegründet 1964, erschien damals schon als Monatszeitung. Und bis 1970 ist es ihnen gelungen, die Mehrheit der Jungsozialisten in der Labour Party zu gewinnen. Das war also ein wichtiger Fortschritt. Und von da aus haben sie dann wieder darauf gesetzt, die Internationale ganz neu wieder aufzubauen. Also wie er sagte, turn the backs on the sects. Neue Kräfte finden. Und damals war das tatsächlich so, dass dann der Brückenkopf Labour Party Young Socialist wirklich dazu gedient hat, international neue Gruppen, erste Kontakte, Mitglieder und so zu finden. Also beispielsweise in Spanien. Das war das Ende des Franco-Regimes. Hier in diesem Buch von Alan Woods vom letzten Jahr, The Great Betrayal, wird das Ganze beschrieben. Der war ja auch Augenzeuge und aktiv über die Solidaritätskampagne mit den praktisch spanischen Untergrundsozialisten wurden die ersten Grundlagen gelegt für eine spanische Sektion. Über die Jungsozialisten Großbritannien, diese JUSO, internationale JUSI, wurden dann Kontakte geknüpft nach Irland, nach Westdeutschland, nach Belgien, Schweden und so weiter. Und auf der Grundlage wurde dann 1974 die Internationale gegründet, damals CWI, Committee for Workers International, 74. Das war damals hauptsächlich die britische Sektion, aber auch noch eben einige andere kleinere Gruppen dabei. Und dann hat sich das CBI also sehr, sehr gut entwickelt. In Großbritannien sind sie gewachsen. Muss ich vorstellen, Anfang der 60er 30 Leute. Irgendwann Ende der 70er haben sie die 1000 Mitglieder geknackt.
und in den Anfangsjahren wirklich auch auf Kaderschulungen Wert gelegt und auf Theorie. Also das war die Grundlage, sonst hätten sie überhaupt nicht so weit kommen können. Und das war dann auch eine Zeit praktisch der tiefen Krise des britischen Kapitalismus, auch ein super Nährboden. Die haben dann geschafft, über Militant, also sich zu verankern in der Labour Party, Delegierte bei Parteitagen, haben praktisch auch eine Basis aufgebaut in den Gewerkschaften und haben später auch Parlamentsabgeordnete gehabt. In den 80ern gab es mal drei marxistische Parlamentsabgeordnete, die praktisch auf dem Ticket der Labour Party, aber klar sich bekannt haben zu Militants. Es gab auch ein paar andere Linke wie Jeremy Corbyn und so, die nicht bei uns waren, aber auch ein paar andere so konsequente Linke, aber drei marxistische Parlamentsabgeordnete gab es und das war natürlich ein wichtiger Gewinn für uns. Und ja, die Internationale hat sich dann also weiterentwickelt, auch in Europa, also in den meisten europäischen Ländern, dann erste Basis aufgebaut. Ich komme gleich nochmal zu Deutschland. Ja, in Deutschland war es so, Deutschland in den 70ern, also haben wir uns gegründet, in der Zeitung Voran. Damals auch eine Handvoll, die ersten fünf, die ersten zehn Einzelkämpfer, völlig unerfahren, blutjung, Einzelkämpfer in drei, vier, fünf Städten, erste OGs aufgebaut. Damals auch schwierig, weil es damals schon eine starke DKP gab. Da gab es auch verschiedene größere trotzkistische Sekten. Da gab es vor allem maoistische Gruppen in Westdeutschland mit Tausenden. Also mindestens fünf, sechs verschiedene. Viele von diesen Leuten haben jetzt beim Grünen Karriere gemacht. Also aus Maoisten sind rechte Grüne geworden oder auch manche sonst wo in der SPD oder in der Linken. Die irgendwann mal Maoisten waren. Es war also eine sehr schwere Zeit, aber getragen von Pioniergeist, vor allem, weil wir wussten, klare Ideen. Die Perspektiven waren so klar, die Ideen, das hier Programm der Internationalen, diese ganzen Analysen, da war die portugiesische Revolution, dann war die spanische Revolution nach dem Tod von Franco, Ende der Diktatur in Griechenland. Es war also eine Erschütterung. Die USA haben Vietnamkrieg verloren 1975. Es war wirklich so, also eine ziemlich belebte Zeit. Es war nicht nur 68, sondern in den 70ern erst recht. Dann später die iranische Revolution 1978, auch eine Arbeiterrevolution, die dann aber natürlich nach ein, zwei Jahren dann völlig auf ein ganz anderes reaktionäres Gleis geschoben wurde. Aber die portugiesische Revolution beispielsweise, die scheinbar aus dem Nichts ausgebrochen war und dazu geführt hat, dass Banken verstaatlicht wurden, ohne dass eine revolutionäre Massenpartei da war. Unheimlicher Druck. Das waren alles Zeiten, wo man den Wert unserer Ideen auch gesehen hat. Und das hat natürlich so das Selbstvertrauen unheimlich gestärkt. Und natürlich, was wichtig ist und was immer die Methode von Ted Grant war, demokratische Diskussionen. Also einmal war alles so klar, die Ideen, aber es gab natürlich immer wieder auch Debatten. Und, aber Ted Grant hat nie Angst gehabt vor Debatten, wenn mal einige Mitglieder Kritik hatten, sondern man hat diese Debatten offen geführt, demokratisch. Also beispielsweise hat mal einer im Grund im Auftrage der Mandelisten wollte in unserer Organisation arbeiten, ein paar Leute auszubrechen. Dann haben Genossen gesagt, das war Mitte der 70er, haben Genossen gesagt, schmeißt ihn raus, wir haben Belege, schmeißen ihn raus. Ted haben gesagt, nee, wir schmeißen ihn nicht raus, wir führen eine Debatte. Er soll mal seine Ideen, was er Kritik hat, zu Papier bringen. Und dann haben sie eine Debatte geführt und die Genossen haben die Debatte gewonnen und dieser Mensch ging dann von sich aus. Also musste nicht noch ein Märtyrer werden, indem man ihn rausschmeißt. Das Problem hat sich so gelöst. Oder es gab auch schon Ende der 70er erste Debatte über nationale Frage in Schottland. Also, und dann haben ein paar schottische Genossen gesagt, nee, in Schottland gibt es keine nationale Frage. Aber wie wir jetzt sehen, mittlerweile war das richtig, schon damals die Sache zu diskutieren.
Und das hat auch eine breite Debatte ausgelöst. Es gab eine starke Sektion in Sri Lanka, die hat, kann ich vielleicht später noch mal ein paar Einzelheiten bringen, die hat wirklich ein paar schwerwiegende unmarxistische Ideen gebracht. Also wo man hätte sagen können, das ist nicht kompatibel mit unserer Internationale. Aber nein, man hat nicht die bürokratisch diszipliniert, sondern die aufgefordert zu kommen, Weltkongress gemacht, gleichberechtigt diskutiert. Und die besten Diskussionen waren immer dann, wenn man Kontroversen ausgetragen hat. Und wenn man dann bei Engels und Marx nachlesen musste, bei Lenin, und um Argumente zu finden, um die Sachen auszudiskutieren. Auch die Frage mit dem Falklandkrieg, was uns ja auch immer wieder so an den Kopf geworfen, eher mit dem Falklandkrieg, gab es auch, haben auch Genossen aus Sri Lanka andere Positionen vertreten, aber das hat sich dann alles geklärt. Oder mal eine heiße Debatte, kann ich mich erinnern, um die Frage, werden die USA in Nicaragua intervenieren oder nicht gegen die Revolution. Gab es auch eine breite, kontroverse Debatte über Perspektiven, aber das ist gut. Wenn man Kontroversen hat, muss man sich besonders anstrengen und dann lernt man am meisten. Also die besten marxistischen Schriften sind immer entstanden, wenn es Kontroversen gab. Also das war praktisch, das waren so die Highlights der alten Internationale. Aber dann kommt die Frage, warum ist das Ding so vor den Hund gekommen? Und in gewisser Weise muss man sagen, wurde diese alte Internationale Opfer ihres eigenen Erfolgs. Und es macht sich daran fest, es war mehr oder weniger die britische Sektion, die war extrem stark, die war dominant. Und die britische Sektion hat immer mehr praktisch in die anderen Sektionen versucht, so reinzuwirken, reinzupfuschen, Personalpolitik zu machen. In Großbritannien haben die zum Teil um den Massenkampf um Liverpool geführt, also nur mal als Stichwort, haben Bergarbeiterstreik, der ein Jahr lang ging, massiv interveniert und haben Jubelbericht gemacht und wir haben 500 Bergarbeiter gewonnen. Also diese Führung in Großbritannien hat sich allmählich so eingebildet, die sind jetzt unbesiegbar, haben bald 8000 Mitglieder. Ich kann mich erinnern, dann hieß es, wir haben 8000 Mitglieder in Großbritannien, die Bolschewiki hatten auch 8000 Mitglieder Anfang 1917. Und diejenigen, die in der Führung waren, dachten, die haben schon ihr Ticket dann, um praktisch in die erste revolutionäre Regierung zu kommen, haben maßlose Selbstüberschätzung betrieben. Und dann setzte praktisch was ein, und das ist, wenn ihr mal lesen könnt, auch in verschiedenen Artikeln, auch hier in dem Info und so beschrieben, dass die Führung immer mehr besessen war von ihrem Prestige und dass sie nicht zugeben konnte, dass sie auch Fehler gemacht hat. Und dann die Organisation immer mehr darauf gesetzt hat, Aktionismus zu betreiben. Die Theorie hat eine immer weniger wichtige Rolle gespielt. Und alle, die dann anfingen, Kritik zu bringen und mal andere Aspekte rein, hat man nicht demokratisch diskutiert, sondern hat man im Grunde zur Seite geschoben. Also es setzte eine Politik ein. Politische Probleme, weil Ende der 80er war die Situation wieder komplizierter als Mitte der 70er. Also da war die Krise des Stalinismus, da war praktisch der Neoliberalismus im Kommen in Form von Kohl, Thatcher, Reagan und so. Es war komplizierter, es war nicht mehr so einfach. War ein Rückschlag allgemein für die Bewegung, vor allem dann das Ende des Stalinismus. Und das mal anzusprechen, die Probleme zu benennen, wurde dann einem gleich vorgeworfen, du bist bloß pessimistisch, du glaubst nicht mehr an die Revolution und so. Aber genau das ist ja auch die Erfahrung über die ganzen Jahrhunderte, dass es nicht immer nur geradlinig aufwärts geht, sondern dass auch mal sehr komplizierte Zeiten kommen. Und dann hat sich praktisch immer mehr eingeschlichen, eine Clique, die hat sich festgemacht an dem Generalsekretär der britischen Organisation Peter Taff, eine Clique, die international geguckt hat, dass sie ihre Ja-Sager in die führenden Positionen in die Sektionen kriegen. Da könnte ich auch viele, viele Anekdoten erzählen, wie das auch in Deutschland praktisch stattgefunden hat. Und dann ist halt mal irgendwann aus Zufall und Notwendigkeit, dann ist mal eine Debatte losgebrochen. Ted Grant und Alan Woods waren diejenigen, die dann eine Personalentscheidung kritisiert haben im internen Führungskreis, im IS. Und dann sind sie alle die Wand hoch und dann ist die Krise ausgebrochen. Und dann hat man gemerkt,
eigentlich, dass diese alten Tugenden weg sind, dass man nicht mehr offene Diskussionen will über Probleme, sondern dass dann eine bürokratisch abgehobene Führung einfach nur darauf gesetzt hat, ihr Prestige und ihr Ding und das Ding unter Kontrolle zu halten. Das, was CWI jetzt 30 Jahre später wieder erlebt hat. Genau der gleiche Film hat sich damals schon abgespielt. Da ist eine Krise ausgebrochen anhand der Frage, wie man, also in innere Demokratie, das fängt an mit Information, also dass die Mitglieder informiert sind über das, was abgeht. Und nicht, dass man sagt, das dürft ihr nicht wissen, sonst erfährt es der Verfassungsschutz, wir können nicht so viel rumerzählen, sonst gehört der Verfassungsschutz mit und darum dürft ihr nicht die Information kriegen. Daraus haben wir auch gelernt, weil wir Wert darauf legen, Information, dass die Gremien regelmäßig tagen, dass der internationale Kongress jetzt bei uns bei der IMT alle 2 Jahre tagt. Nächste ist wieder Ende Juli, merkt es euch schon im Kalender vor, Ende Juli, Anfang August. Alle 2 Jahre, dass das internationale Leitungsgremium IEC alle 6 Monate sich trifft. Alle die Dinge gab es in den 80er Jahren nicht mehr. Da war der Abstand zwischen 2 Kongressen mal 4,5 Jahre. Und die hatten viel mehr Hauptamtliche und so. Also eine immer kleinere Clique hat das Ding in der Hand gehabt und wollten dann halt nicht kritisiert werden. Und anstatt, als die Debatte losbrach, das ging, wie gesagt, um interne Demokratie, es ging um die Frage, auch Entrismus oder nicht, aber ging um die Frage, die haben damals gedacht, in England, jetzt sind sie so stark, jetzt können sie eine eigene Partei proklamieren und überall gegen die Labour Party kandidieren. Die Labour Party wäre eine bürgerliche Partei und so. All das, also es ging um die maßlose Selbstüberschätzung. Wir haben immer gesagt, und Ted Grant auch, selbst wenn wir 8000 Mitglieder haben, und das war ein bisschen übertrieben, aber 8000 Mitglieder, muss man immer noch demütig sein. Das ist immer noch eine winzige Minderheit in einem großen Land wie Großbritannien. 8000 Mitglieder, und das sehen wir auch jetzt wieder, wie nach 30 Jahren, wie sie so offen als unabhängige Partei rumgesprungen sind, wie jetzt die Massen, Hunderttausende sind zu Corbyn und zu Labour gegangen und nicht zu ihnen. Die sind jetzt in einer tiefen Krise. Und diese Taktik der Kandidatur am größten ist in Österreich natürlich die Farce. Also dazu denken, man gründet kurz eine Partei, tritt bei Wahlen an und blamiert sich, weil man nur ein paar Stimmen kriegt. Also auch einen Fetisch daraus machen. Das war das. Aber diese Führungsklicke hat nicht, es wäre die Möglichkeit ja gegeben, 1991, 92 hätte man ja einen Kongress machen können. Das wollten sie aber nicht. Also hat man einfach diese Opposition rausgedrängt und ausgeschlossen. Also das hat der Rob Sewell ganz gut beschrieben. Könnt ihr auf Marxist.com nachlesen. Und das hat sich auch tendenziell hier abgespielt. Also hier haben praktisch die Emissare der Internationale dann geguckt, dass so die Führung der Sektion, dass man die allmählich austauscht, dass man die Leute nach oben bringt, die Ja-Sager sind. Und dann hat man halt immer nur die Methoden abgeguckt der britischen Sektion. Es gab Warnsignale, es gab zum Beispiel dann Ausschlüsse schon 1989, 90. Ich will jetzt, wenn ihr Fragen habt, stellt bitte die Fragen, weil sonst geht es zu lange. Aber jedenfalls, die haben panische Angst gehabt. Taff und Ho haben panische Angst gehabt, einen Kongress zu machen, wo alle Sektionen vertreten sind, wo man diskutieren kann. Also haben sie den Kongress abgeblasen und haben uns halt nacheinander also quasi ausgeschlossen. Ich habe das erlebt dann hier. Anfang 1992 hat es geheißen, ich als ZK-Mitglied, Maria auch und noch ein paar andere, die damals auch in der Opposition waren, ihr müsst euch jetzt von Ted Grant, Alan Woods distanzieren. Wenn ihr euch nicht von den beiden distanziert, dann seid ihr eine feindliche Organisation und wir müssen mit Feinden abrechnen. Das war so der Tenor. Und so hat man sich gefühlt wie in einem stalinistischen Schauprozess. Man durfte noch sich vielleicht mit ein paar Sätzen verteidigen und dann aber zack, Ausschluss. Und dann hieß es, da ist die Tür, komm, du bist ausgeschlossen, jetzt geh. Also so mit solchen einfachen, also Dingen. Und das hat Taff jetzt wieder gemacht. Also jetzt, als die
Diejenigen, die damals als die Hauptbetreiber waren der Ausschlüsse von uns, wurden jetzt selber von TEF ausgeschlossen. Nur haben die ein halbes Leben vergeudet damit, also da Illusionen reinzustecken. Aber genau das haben sie wieder gemacht. Anstatt jetzt, wo die jetzt in ihrem Verein wieder eine Krise haben, das offen zu diskutieren, nee, alle, die nicht mit uns sind, sind unsere Feinde und weg damit. Unser Problem war damals, wir hatten kein Internet, wir hatten keine Kommunikationsmittel wie heute, das muss man sich vorstellen. Also der Genosse Tom Trottier aus den USA, den vielleicht einige auch kennen, der hat es auch mal beschrieben. Der saß in New York, aber hatte keine Info, hatte nur verzerrte Info. Man hatte auch keine Telefonnummern, der hat jahrelang praktisch keine offenen Informationen bekommen. Es war viel schwieriger. Jedenfalls nach dieser Erfahrung in Deutschland war es besonders hart, weil wir auch ein paar Leute hatten, die mit uns in der Opposition waren, die dann selber ein bisschen durchgedreht sind, weil sie im Grunde später alles in Frage gestellt haben, was revolutionäre Organisationen betrifft. Das passiert immer wieder, dass jemand also Sektierertum erlebt und dann genau das Gegenteil, Negation im mathematischen Sinn sein will, aber nicht das Gute an der Tradition noch praktisch mitgenommen hat. Und Leute, also ich wurde in einem Jahr zweimal ausgeschlossen. Da war praktisch eine Opposition innerhalb der alten Organisation, die aber dann selber, als es ernst wurde, wieder neu aufzubauen. Die sagt, nee, wir sind doch keine Sekte, wir wollen doch nicht wieder neu aufbauen und so. Und die Leute sind alles Mögliche geworden jetzt. Also das ist der Preis, den man dafür zahlen muss. Also der Preis für solche bürokratischen, sektierischen Abenteuer, dass manche Leute halt durchdrehen, dass manche Leute sagen, das Leben ist kurz genug und ich mache jetzt lieber was anderes. Also einer von denen ist jetzt DGB-Landesvorsitzender in Niedersachsen und einer von denen hat für einen SPD-Vorsitz kandidiert kürzlich. Also das gibt's auch, dass die Leute völlig, völlig abdrehen. Aber jedenfalls, ich denke, es war notwendig und es war natürlich eine schwere Zeit, weil wir in Deutschland wir standen nur mit einer Handvoll Leute da. Christoph, muss ich betonen, Maria gehörten dazu, also Handvoll Leute, die übrigens auch durch Juso-Arbeit gewonnen wurden, durch Intervention bei Juso-Veranstaltungen. Das heißt, solche Leute, solche Kapazitäten konnte man damals wirklich durch Juso-Arbeit rekrutieren. Und das war aber wirklich es war eine Durststrecke, aber was auch dann Hoffnungsschimmer war, erste Kontakte nach Österreich. Ich habe irgendwo so einen Brief, der erste Brief von Gernot. Gernot hat mitgekriegt, Gernot war auch da ein oppositionelles Mitglied in der österreichischen Sektion und der Markus Kaufmann ist jetzt weg, aber Emanuel Tomaselli, also ich weiß, da bin ich mal eines Morgens dann nach Feldkirch gefahren und haben uns im Graf Hugo getroffen, in Feldkirch, und da Emanuel war dabei. So ging dann auch irgendwie so die Arbeit in Österreich los. Aber es war halt schwierig, weil die 90er Jahre, muss man vorstellen, war auch wieder so ein Zeitpunkt, wo halt das ganze ideologische Niveau zurückgeworfen wurde. Und wir hatten halt gerade speziell in Deutschland diese besonderen Anfangsschwierigkeiten. Und jetzt vielleicht nochmal so, weil jetzt bald die Zeit auch rum ist, nochmal so zu dem Thema Entrismus, weil dann uns wird immer wieder gesagt, wir als IMT, wir hätten so diesen Entrismus-Fetischismus und sowas an uns. Es war historisch über viele Jahre als sinnvoll in der sozialdemokratischen Jugend auch zu arbeiten. Aber das hat sich im Laufe der Jahre gezeigt, dass es immer weniger irgendwie ergiebig ist. Man findet noch einzelne Leute, aber wirklich ganz wenige. Das ist nicht mehr das Arbeitsfeld. Also muss man andere Arbeitsfelder entwickeln, haben unabhängige Arbeit gemacht, haben quasi immer auch eigene Veranstaltungen gemacht und haben dann auch entdeckt, die in Deutschland, als die Entwicklung war, die linke Abspaltung von der SPD und Entwicklung der Linken, haben wir darauf orientiert. Unsere Freunde vom CWI haben damals gemeint, der Hauptauf, Anführungszeichen, ja,
Hauptaufgabe wäre, die PDS kaputt zu machen, nach dem Motto Hauptsache gegen die PDS, und haben dann auch lange, als dieser Zusammenschluss war, WASG und PDS, auch lange dagegen rebelliert, haben gemeint, die WASG ist die Partei neuen Typus, die große revolutionäre Partei, und wir müssen da nicht uns der PDS unterordnen. Und wir haben damals klar gesagt, das ist eine linke Sozialdemokratie, linker Reformismus, ist ein Fortschritt, und beide Parteien sind reformistisch und beide haben linke und rechte Flügel, kein qualitativer Unterschied. Das können wir können alle die Dokumente und so, alles, was wir gemacht haben, können wir nochmal jetzt neu publizieren. Ich bin auch dabei, jetzt so alle die Sachen zusammenzustellen, auch die Papiere Lehren der Entartung, denn das war ja eine traumatische Erfahrung, wo auch viele Leute, nicht nur in Deutschland, auch in England und so, gibt es Hunderte, die dann einfach durch die schlechte oder tausende schlechte Erfahrungen mit Militant unpolitisch geworden sind oder vielleicht ein bisschen Gewerkschaftsarbeit und so, jedenfalls aus der revolutionären Bewegung raus. Darum war es wichtig, das alles so ganz klar irgendwie zu dokumentieren. Aber ich denke gerade, was wir jetzt machen, ist wichtig. Wir haben eine Orientierung auf die Linke, aber wir machen im Gegensatz zu anderen nicht viel, verbringen nicht viel Zeit irgendwie in Parteigremien und so in Strukturen. Die Orientierung ist wichtig, wir beteiligen uns an der Debatte. Jetzt zum Beispiel hier die Arbeit an den Hochschulen, das ist auch ein Ausfluss der Erfahrungen der IMT, wo wir festgestellt haben, in der alten Sozialdemokratie ist nichts mehr zu gewinnen. Es gab neue Formationen, da hat es Sinn gemacht zu arbeiten, die französische KP etwa, aber das hat sich auch irgendwie bis zu einem gewissen Punkt erschöpft. Dann haben wir entdeckt die Jugendarbeit, also, oder dass man die jetzt vor allem betonen muss, Jugendarbeit an Hochschulen, und weil wir dann auch gesehen haben, dass da ideologisch Probleme sind, ist jetzt das herausgekommen mit dem Ideologiebuch, mit dieser Beschlussfassung vor 2 Jahren und den Debatten. Also was wir hier machen, ist auch das im Grund generell, was wir in der IMT machen, was wir auch in Großbritannien machen. Also wir haben historisch, wir können sagen, wir haben Recht behalten. Es war falsch, wie dies gesagt haben, CWI damals, TAF. Labour ist eine bürgerliche Partei und die Massen gehen von Labour weg. Das war historisch falsch. Hunderttausende sind in die Labour Party reingegangen. Und wir haben aber nicht nur uns den Arsch platt gesessen in der Labour Party über Jahre, wie man es uns immer vorwirft. Wir haben die Orientierung nicht vergessen, aber wir haben neue Leute, junge Leute an den Unis gefunden. Das, was schon in den 60ern auch lief, was Alan Woods als 18-Jähriger anfing in Brighton in der Universität. Genau das machen wir jetzt auch und haben wir auch gemacht in Großbritannien und haben jetzt praktisch einige hundert neue junge Mitglieder, die jetzt in der Labour Party arbeiten. Jetzt sind dort praktisch gute Bedingungen für interessische Arbeit gegeben. Und ich denke so insgesamt, also es war eine sehr komplizierte Zeit, eine sehr schwere Zeit, aber wir können... Ich denke, ja, vielleicht mal kurz, weil wir auch Genossinnen und Genossen aus Brasilien da haben. Die IMT am Anfang war natürlich auch hauptsächlich eine europäische Angelegenheit, aber es ist uns dann seit den 90ern gelungen, international, vor allem in ganz Amerika, also auch eine Basis aufzubauen. In Nordamerika, in Kanada und in den USA quasi aus dem Nichts, wo einzelne Genossen, kleine Gruppen und einfach Kaderbildungen so mit einer klaren Orientierung dann auch geschafft haben, jetzt in den USA 200, in Kanada 300, ich glaube 300 Mitglieder zu erreichen. Das ist eine fantastische Errungenschaft. Wir sind seit den 90ern in Mexiko vertreten, in El Salvador. Wir haben auch durch die ganze Entwicklung Hände weg von Venezuela auch in so eine venezolanische Sektion, die wirklich gute Sektion von Arbeitern hauptsächlich, die gute Arbeit macht und in der schwierigen Situation wirklich auch gefestigt ist. Und Brasilien, die Gruppe in Brasilien ist eigentlich zu uns gestoßen. Ich glaube vor 10, 15 Jahren, kann mich erinnern, als Serge war, der kam dann zum ersten Mal. Und auch durch die Arbeit in Venezuela, die Arbeit mit besetzten Betrieben, gab es den ersten Kontakt zu einer Gruppe
in Brasilien, die auch eine andere Tradition hat. Also ich glaube, aus einer dieser Trotzkistes in Anführungszeichen Richtung kommt, Lambertisten, aber dann eben gesehen hat, dass ihre Zukunft ideologisch, politisch und so bei uns ist, dadurch auch die brasilianische Sektion und wie gesagt auch in anderen Ländern Lateinamerika. Das vielleicht dazu. Es sind vielleicht noch so viele Fragen offen, weil es so ein reichhaltiges Thema ist. Es wird auch viel schriftlich geben. Die Sachen, die ich erwähnt habe, wenn ihr die nicht habt, kriegt ihr die auch zugeschickt. Aber ich denke, wir haben es geschafft, mit der IMT den roten Faden zu verteidigen. Also die klare Tradition der marxistischen Theorie und den Bezug zwischen Theorie und Praxis. Und wir können, und ich bin auch nach dem sehr guter Dinge, auch nach diesen Diskussionen hier an diesem Wochenende, wir können da optimistisch in die Zukunft blicken. Aber natürlich immer Augenmaß behalten und nie überheblich sein und nie, dass einem einen irgendwie ein Erfolg in den Kopf steigt. Aber klar, mit der Klarheit der Ideen werden wir es reißen, so wie die in Großbritannien Ted Grant von einer kleinen Gruppe es geschafft haben, anzuwachsen. Das zeigt nur im Mikrokosmos, was möglich ist und was auch jetzt in der jetzigen stürmischen Periode weltweit hier und in Europa und weltweit möglich sein wird. Ich belasse es dabei mal und ihr könnt jetzt mich mit Fragen löchern, bitte.